Trauerzeremonie am ersten Jahrestag des LKW-Anschlags von Nizza. Die südfranzösische Stadt gedenkt am Nationalfeiertag mit einer Schweigeminute der 86 Todesopfer, unter denen auch mehrere deutsche Urlauber waren. Ein 31-jähriger Tunesier war am 14. Juli 2016 nach dem traditionellen Feuerwerk zum Nationalfeiertag mit einem 19-Tonner in eine Menschenmenge auf dem bekannten Strand-Boulevard-Promenade des Anglais gerast. Kurz nach 22.30 Uhr, der Anschlagszeit, strahlen 86 Scheinwerfer in die Nacht und es steigen 86 weiße Luftballons auf. Auf das Feuerwerk wird in Nizza verzichtet. Der Nationalfeiertag werde nie wieder so sein wie zuvor, sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer Ansprache.